Der spirituelle Name Vidyamurti. Vidyamurti ist ein spiritueller Name für Aspiranten und Aspirantinnen mit Saraswati oder Soham Mantra. Denn Murti kann männlich oder weiblich sein. Murti heißt Verkörperung, Murti heißt auch Darstellung, Murti heißt auch das, was etwas ausmacht. Wenn du Vidyamurti heißt, dann willst du Verkörperung von Wissen sein. Du weißt, das ganze Universum besteht letztlich aus Wissen und Weisheit. Das ist ja eines der Konzepte des Kausalkörpers. Alle Urprinzipien gibt es schon vor der Schöpfung. Und Vidyamurti heißt, die ganze Welt ist dann eine Verkörperung dieses ursprünglichen kosmischen Wissens. Und auch du selbst willst wie die Verkörperung dieses Wissens sein. Du willst in allem Wissen und Weisheit erkennen, du willst selbst eine Verkörperung sein und du möchtest natürlich auch das höchste Wissen erfahren. Vidyamurti kann in zwei Wörtern geschrieben werden oder auch in einem Wort. Im Sanskrit wäre Vidyamurti immer ein Wort, aber im Deutschen und auch im Englischen schreibt man gerne Vidyamurti auch in zwei Wörtern. Die Bedeutung ist identisch, ob du Vidyamurti in zwei oder in einem Wort schreibst.